So, wir sind zurück zu Ocarina of Time und befinden uns im Waldtempel, unserer ersten Herausforderung. Und wenn auch schon von zwei Wölfen begrüßt, nur diesmal sind sie einfacher, weil wir groß sind und das Masterschwert in Besitz haben. Okay, das war anscheinend eine schnell ausgeführte Attacke. Also eine schnell ausgeführte Wirbelattacke. Wow, Freundchen. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Na, komm her. Bam. Das nennt sie Stich. So, hier oben gibt es auch gleich einen Schlüssel. Ich muss bei diesem Dungeon aufpassen, wie ich das regle. Denn man kann nämlich ganz fix hier mal was vergessen. Und dann einige Wege doppelt laufen. Ich hatte damals auch ein bisschen Probleme, weil ich irgendwas vorher nicht gemacht hatte. Und musste dann quasi zurücklatschen. Hier ist auch ein Skulltuller. Nehme ich gleich mal mit. Und hier oben gibt es den ersten Schlüssel zu holen. Nämlich da drüben. Dann kann ich mich gleich von hier aus dahin ziehen. Ja, kann ich. Perfekt. Unser erster kleiner Dungeon-Schlüssel für diesen Tempel, den wir jetzt auch schon gleich mal betreten werden. So, ein Skulltula. Und da war ein Skulltula. So, betreten wir mal das Innere des Tempels. So, diese vier Geister wollen anscheinend nicht, dass wir nach unten gehen. Deswegen dürfen wir jetzt diese vier Geister verfolgen. Und mit dem Schlüssel kommen wir auch hier durch. Aber ich glaube trotzdem, hier früh der Weg... Hier der Weg war noch ein bisschen zu früh. Ich muss noch einen anderen Weg gehen vorher. Wegen einem Schlüssel. Und zwar, glaube ich, diesen Weg hier. Da ist so ein Block. Spielen wir das. Die Hymne der Zeit. Dann nämlich verschwinden diese Blöcke. Und wir können da durch. Perfekt. So, wieder so ein... Oder, ne, diesmal nicht. Diesmal nur so ein Vieh. So, das ist auch so ein Vieh. Auch weg mit dir. Ich glaube, hier konnte man rauf, genau. Muss man die ganzen Skulltulas hier beseitigen. Na, an den komme ich nicht ran. So, schnell, 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 denn die Viecher kommen angekrabbelt und können es runterstoßen. Okay, die müssen wir ablocken und zuschlagen. Okay,
Okay, Kompass oder Karte? Was gibst du mir? Die Karte. Ah, gut, jetzt sind wir hier und ich höre schon, hier ist wieder so ein Skulltula in der Nähe. Aber der ist da hinten, da kommen wir jetzt nicht ran. Da hinten müssen wir auch noch hin. Ich guck gerade mal. Ah, ja, stimmt. Ich muss dahin. Müsste ein Schlüssel für mich sein. Das sind Hakenpunkte. Damit können wir uns von A nach B ziehen. Über diese Punkte. Der war mir jetzt bloß gerade ein bisschen weit weg. Hier ist uns weiter nichts zu sehen. Dann gehen. Ach na, ich sehe da unten noch was. Na toll. Oben ist so ein Vieh, mit dem Wasser ist so ein Vieh. Na perfekt. Nerviges Mistvieh. Mal komme ich von da aus daran. Du nervst mich gerade. Na, ist zu weit weg. Könnte von weiter oben klappen. So, hier oben gibt es noch einen Schlüssel. Den nehmen wir mal mit. So ganz verborgen hier im Dunkeln. So, wie war das jetzt? Ich glaube, jetzt muss ich nach oben. Also ein Stockwerk höher. Gibt es hier noch was? Nein, hier gibt es weiter nichts. Genau da oben muss ich nämlich noch hin. Das geht aber nicht von hier. Das geht von einem anderen Punkt aus. Dann nehme ich hier hoch. Dem Pfad kommen wir nämlich ein Stockwerk höher. Wir müssen von dort irgendwo runter. Und ich weiß zum Glück auch noch wo. Hab ich mich nämlich damals, glaube ich, verrannt. So, hier drin erwarten uns einiges an Rätseln. Aber alle recht einfach. So, du gehst mal weg. So, dort oben müssten wir dann rauskommen später. Von hier aus oben kommen wir nicht da rein. Ich habe schon mal versucht, das klappt nicht. Wir müssen tatsächlich nach ganz oben. Und diese Blöcke hier. Auf diesem Boden sind Pfeile aufgemalt. Ach wirklich, Navi. Hast du es auch schon gemerkt? Ja, wir müssen nämlich diese Blöcke hier verschieben. Und zwar in Richtung der Pfeile müssen wir sie schieben. Uns wird quasi damit schon der Weg gezeigt. So,
So, dann schieb mal. Na gut, bis zum Anschlag. Jetzt einmal herum. Und den Block dort hineingeschoben. Damit hätten wir schon mal das erste Rätsel gelöst. Jetzt kommen wir nämlich hier hoch. So, zweites Rätsel. Wir müssen diesmal den Block so verschieben. Und dann müssen wir ein bisschen hin und her laufen. Das heißt, ich muss jetzt quasi woanders hoch. Nämlich hier. So, den Block ein bisschen verschieben. Wieder bis zum Anschlag. Und dann müssen wir jetzt hier herum um die Wand. So, das heißt, wir müssen mal wieder zurücklatschen. Das Ganze wieder verschieben. Das ist auch ein ziemlich simples Rätsel. So, dann dürfte der Block, glaube ich, in die Versenkung irgendwo geraten. Und dann können wir noch weiter hoch, genau. Aber vorher gab es ja, glaube ich, noch was zu holen. Ich glaube, war das hier hinten irgendwo? Ich glaube, das war hier irgendwo. Na gut, aber es klappt noch nicht, weil da fehlt uns noch was für. Wir haben ja keine Feenschleuder mehr. Und können demnach dort auch erstmal nichts machen. Also gehen wir einfach weiter. Und noch immer ist kein Geist in der Nähe. Zack, zack, zack. Genau, es sind zwei von denen. Dieses Auge dort dürfen wir erstmal nicht verändern. Hat einen ganz bestimmten Grund, warum. Dieser Korridor ist völlig verdreht. So, hier muss nämlich jetzt ein Loch sein im Boden. Und, achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Die Krabbelhände sind wieder da. Dann mach ich, zeig's euch mal. Genau, da sind sie. Die Krabbelhände. War hier nicht das Loch im Boden irgendwo? Oder ging das erst später? Ich glaube nämlich gerade, das ging erst später. Hm, gut. Das scheint anscheinend erst später zu gehen. Gut, außerdem fehlt hier ein Schlüssel. Der Raum muss sich drehen. Und das geht jetzt noch nicht. Damit merkt ihr also, ihr könnt ja noch nichts machen. Aber das Bodenloch hier irgendwo. Ne, es war schon. Es war schon an dieser Stelle. Bloß kann ich jetzt dort noch nichts machen.
Das heißt also, wir müssen anderswo lang. Denn ich habe ja nur einen Schlüssel. Tja, dann bleibt im Grunde ja bloß noch dieser Weg hier. Gucken wir doch mal. Ich habe gerade einen Skulltula schon wieder gehört. Naja, haben wir das Rätsel halt schon mal gemacht. So, neue Gegner. Der Stalos-Ritter. Lock ihn an und schlage zu, wenn es die Gelegenheit bietet. Ja, es war so eine Gelegenheit. Das ist so eine Timing-Frage mit diesen Rittern. Am besten weicht ihr aus und... schlagt einfach zu. Ja, die können ein bisschen nervig werden, diese Stalos-Ritter. Schon eine schwierigere Art von Gegner. Ich glaube, bei Skyward Sword fand ich sogar noch schlimmer. Und ihr Muster ähnelt sehr den von den Echsen. Ich bin gleich tot, merke ich gerade. Na. Oder man macht es ganz einfach und blockt. So, okay, das gibt einen Schlüssel. Den brauche ich auch. Perfekt. Das war nämlich der Schlüssel, der mir gefehlt hat. Na komm, mach die Tür auf. So, wo ist dieser Skulltula, den ich höre? Da ist der Skulltula, den ich höre. Perfekt. So, lasst uns hoffen, dass wir jetzt dort was reißen können, wo wir vorhin schon mal waren. Denn ich brauche ein ganz bestimmtes Item. So, du hast nichts fallen gelassen. Ist ja nicht so pralle. Na, na komm. So. Hätten wir das auch erledigt. Und nochmal den ganzen weiten Weg nach oben. Ja gut, dieser Dungeon zählt jetzt nicht gerade zu meinen Favoriten, aber er ist trotzdem ganz gut schaffbar. Ja, man muss teils ein bisschen hin und zurück laufen hier, das ist ein bisschen nervig. Aber ansonsten ist der Dungeon recht cool gemacht. So, ich habe noch vielen, sollte ich sterben. Das ist nicht das Problem. Und Navi, ja, ich hab's gesehen, dass es eine Truhe ist. So, die Geister können wir jetzt noch nicht besiegen. Dazu fehlt noch was. Genau, hier müssen wir jetzt nämlich hin.
kommen nämlich wieder so eine Ritter. So eine Stalos-Ritter. Na toll. Ich habe geblockt und hat mich trotzdem getroffen. Die können ein bisschen nerven, diese Stalos-Ritter. Komm, das machen wir noch. Okay, immer wenn er zurückspringt oder sowas macht, dann macht er gleich einen Angriff. So, jetzt kommt nämlich noch einer. Oder zwei. Ja, am besten viel blocken bei den Typen. Das ist die einfachste Methode. Zack. Na komm, hau zu. Hab nicht ewig Zeit. Da liegen noch die Überreste von seinem Kumpel hier. Was zum Teufel? Ach, jetzt verstehe ich, dass ich auch zum ersten Mal, die regenerieren sich wieder. Oh, wenn das so ist, dann musst du schnell verschwinden hier. Das habe ich in all den Jahren nie gewusst, dass die Typen sich regenerieren können. Ich dachte mal, die verschwinden dann. Ist mir nie wirklich aufgefallen. Ich habe mich schon gefragt, warum die Dinger jetzt darum. Aber sie können sich regenerieren. Gut, was bekommen wir? Den Feenbogen. Kannst du dann damit ausrüsten, wie ich das Menü. Gut. Und ich würde sagen, mit dem Halt des Feenbogens machen wir für heute hier Schluss. Das war's für Legend of the Skyward, sollte ich schon sagen. Ocarina of Time, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.